Herzlich willkommen, Freunde. Es ist schon wieder Freitag. Wow, es steht das Wochenende vor der Tür. Und damit ist auch das Topspiel der Woche wieder da. Boah, das macht so Spaß, das wieder anzukündigen. Und an meiner Seite ist niemand anderes als der Matze. Wer auch sonst, gell? Ja, der Sascha könnte ja demnächst wieder sein. Oder vielleicht auch mal der Stefan wieder mal. Also. Ach, Sascha hatten wir doch beim letzten Mal gehabt. Ist ja wieder alles angerollt. Der Ball ist gerollt. Das erste Wochenende ist vorbei. Nicht so ganz gut gelaufen jetzt für Gladbach vielleicht. Aber man sieht, dass da Potenzial ist, vieles. Es war ja gegen den Bayern. Ja, auch zwei Tore weniger kassiert als beim letzten Mal, wie sie gegeneinander aufeinander trafen. Steigerung. Ja, aber die Spielzüge waren schön geworden. Ich würde sagen, wir machen trotzdem mal hier direkt weiter. Ja, das machst du von der Farbbestellung her. Machst du doch weiß, passt doch was gegen. Passt doch wunderbar. Ja, Spiel ist wunderbar, freut mich tierisch. Topspiel der Woche ist Gladbach gegen Hannover 96. Natürlich für mich super. Und, Hannover, wer ist das? Das sind die, ja, mit der 96. Die können Tore schießen können, merke ich. Das sind 96 Vollidioten. Ja, aber. Doch eine große Mannschaft. Und jetzt, wo die Topspiele, also das Anfangsspiel wieder durch ist, können wir auch hier wild fröhlich weiterklicken. Ja. Und, ach ja. Genau. Und, ja, dann du solltest vielleicht auch mal klicken. Ja, gucken wir mal, wie das Spiel hier läuft. Hier. Wir sind ja jetzt wieder drin, wir sind ja wieder am Fluss. Ne? So ganz geringfügig. So ganz geringfügig. Im FIFA 13 Fluss, muss man ja sagen. Ja. Nicht mehr lang, Kingers. Oh, was für ein Anfang. Und was für eine Parade. So, hier von Ben schön rein und... der konnte nur abblocken. Den konnte er nicht festhalten. Na. Ja, dein Spieler direkt vor, davor noch stand. Ja, war alles richtig. War doch alles richtig. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Ja, hier ist wieder Pfiff in den Spielen drin. Stranzel! Ja, da wird da aufgeblockt. Hier Zieler da, am Ball. Hier. Der Ron Robert. Der Ron Robert. Ja, Dominguez hat seinen Einstand in die Bundesliga gegeben mit 2 Handelfmetern für die Bayern. Vollidiot. Also welchen Einstand ich richtig krass fand, da war von dem neuen Dortmunder. Erstes Spiel und kleinen Hattrick. Ja, das war sauber, ne? Richtig geil, auf alle Fälle. Und was mich auch erstaunt hat, muss ich sagen, das war Hertha. 6-1. Ja, Hertha war eine Hausmarke. War auf jeden Fall, sind wieder angekommen, ne? Gut, kann man ganz klar sagen. Es war auch Frankfurt als Gegner. Ja, trotzdem kann man sagen, haben einen guten Einstand gebracht. Bad. Oh! Das war ein Hammer. Haben unsere Spiele ja richtig Pfiff, wa? Also, ich finde, man kann es bis jetzt nicht über unsere Spiele beklagen, die wir jetzt hier zum Saisonstart wieder aufbrettern lassen. Komm her, Gotha. Ja! 0. Ah, da kommt er nicht zum Abschluss. Da kommt er nicht zum Abschluss. Das war der berühmte Aber schön abgenommen. Ja, wie gesagt, wir spielen ja jetzt hier zwar mit den aktuellen alten Aufstellungen, so muss man es ja nennen. Na gut. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners gibt schon mal was. Eben. Ja, abseits. Ich muss mal sagen, wie es noch geht. Bei manchen Top-Spielgegnern wie letzte Woche halt auch mal auf der Zweite. In dem Fall noch Zweitligamannschaft zurückgreifen. Ja, da hofft man ja noch eigentlich, ne? Aber es ist ja trotzdem noch ein spannendes Spiel gewesen. Also, kannst du sagen, was du willst. Ja, die Spannung lag in 3 Minuten. Also, Zweitligamannschaft hin oder her, sie sind ja nicht ohne Grund aufgestiegen, ne? Nach wie vielen Jahren? Jedenfalls nach 20? Ja, ist ja egal. 26 Jahre oder so. Aufgestiegen ist aufgestiegen, ne? Und der Schiedsrichter gibt Vorteil. Und ich denke, das macht er genau richtig. Spielfluss zulassen. So, konzentrieren wir uns wieder das aktuelle Spiel geschehen. Ja, momentan plätschert es ein wenig, aber es finde ich ist trotzdem Druck hinter. Also ist jetzt nicht so, dass wir uns. Ja, hübsch. Hä? Du schlenkerst den mit dem Innen. Mit dem Innenriss hast du den noch rausgeschlenkert eigentlich. Wenn da einer rausgeschlenkert hat, war es Arango, ja. Ich kann mich erinnern, dass Arango zu Hannover gewechselt ist. Ja, ist klar. Das ist viel zu passiv in der. Hab ich die Sätze. Also, wir haben wirklich die ganze Zeit eigentlich bis jetzt zur neuen Saison, wie gesagt, nur ein bisschen FIFA neu gespielt. Und dann ist es auch nicht mehr so nervig, die Sprüche wieder von den beiden zu hören. Das wird aber schnell wieder nervig. Ich mache da mal keine Gedanken. Ja, natürlich. Mach dir da keine falschen. Aber jetzt geht's noch. Und Achtung, genau hingeschaut. Ach komm.
Ja, Jaco, nein! Aber auch, man muss sagen, Spiel... Klingt wie ein asiatischer Kampfschrei. Jaco, nein! da kann man sagen, was man will. Also der erste Tor, was der Ter Stegen gehalten hat vom Müller im Elfmeter, war schon schön. Das stimmt. Das war schon, also da kannst du mal wieder nichts gegen Ter Stegen sagen diesmal. Und der zweite, der musste reingehen. Also da kannst du als Torwart nichts machen. Also wenn du zwei hintereinander gepfiffen kriegst... Zweimal durch denselben Spieler. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Ja, wir haben mal wieder einen Rekord aufgestellt. Nicht den, auf den man stolz sein sollte, aber... Die Gurke der Woche geht leider nach Gladbach. Dominguez, der Volltrottel. Weißt du, so gesehen haben wir im Spiel vorher gelobt, wie gut der arbeitet. Und dann reißt er die Dinger in den unpassenden Moment. Weil Gladbach hat ja auch zur Halbzeit eigentlich wunderbar noch den Anschlusstreffer gemacht, finde ich. Haben sie auch schön gemacht. Und wäre das 2-1 geblieben und nicht durch die dummen Elfmeter-Geschichten dann zum 3-1 ausgegangen, weiß man nicht, wie es hätte ausgehen können. Ich weiß, der Druck von Gladbach war da. Der Druck von Gladbach war da. Aber man darf ich nicht vergessen, also wir haben da wirklich eine verdammt starke Bayern-Mannschaft. Und wenn Gladbach das Potenzial so aufs Feld bringt, wie sie es gegen Bayern gebracht haben, sehe ich gute Chancen für die Saison. Gute Chancen für den Klassenerhalt auf alle Fälle. Ja, also, nicht nur für den Klassenerhalt. Also ich sehe uns dann auch wieder in den oberen Rängen. Also in den hohen Einstelligen, sagst du. Oh, da hat es vibriert am Controller. Da muss er sagen, ein Stück später rüber, hätten Zieler gehabt. Ja, egal wie, es wäre interessant geworden auf jeden Fall. So, weiter geht's hier fröhlich. Der Abstoß jetzt Straße. Kann ich sagen die Begegnung hier ist eigentlich eine der zwei besten Jungtorhüter in der Liga. Die da unten, Ter Stegen. Jung! Ach Gott. Ja, mit Zieler auf jeden Fall. Und deswegen dürfte das sowieso auch wieder da interessant werden. Schön drüber gehebelt, aber da ist auch schon wieder Schicht im Schacht. Aber den hole ich mir wieder. Nee, doch nicht, okay. Ach komm, was für ein Blödsinn. Ach, der Stegen wieder bereit, das Ding zu halten. Abseits. Ja. Haben sie nicht dran, aber mir aus. Da war Rausch, das doch sehr am Rausch. Schiedsrichter sein ist schwer. Stark gemacht. Jetzt nimmt ihr doch den Ball ab. Nein! Oh, das musste ich machen. Oh! Ja, Dennis setzt wirklich, macht wirklich wieder seine markanten Sachen, Karten sammeln wieder alle Ehre. Ja, du weißt doch, neue Saison, neue Kartensammelleidenschaft. Weg damit! Nein! Oh. Hui! Der mit seinen Abseits, aus dem Abseitsfetisch ist hier heute. Huiuiui. Ah, du bist noch gut dabei mit einer roten Karte. Die letzten, wo ich mit Sascha ein bisschen FIFA gespielt habe, hat er mit Gladbach zwei rote Karten gefangen. Ja, dann habe ich noch eine gut, wa? Ja. Geh mal ein bisschen weiter. Sehr schön gehalten hier. Ja, doch traurig, wenn nicht, ne? Ja. Ja, Halbzeit. Ich werde wohl ein bisschen auswechseln müssen. Woran das wohl liegen mag? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht in dem, was da unten steht? Drück's mal weiter. Wäre echt so liebreizend. So, ja, wir gehen da mal ganz kurz ins Teammanagement, um dann mal ein bisschen zu umzujustieren. Ach, Rausch ist ein Verteidiger, spielt aber im linken Mittelfeld. Interessant. Ja, interessant. Ja, mach mal die aus. Aber Rausch ist schnell. Wohl. Oh, wie machen wir denn? Na doch, so genau so machen wir das. Wohl, lass mal so, oder? Doch. Lass mal so. Alles klar, lass mal so. Ich tausche nur hier jetzt noch aus und das was O'Neill? Was ich hab sogar noch Hanke in meinem Kader. Hanky, der Weihnachtskocht. Ah, ne, das war was anderes. Ja. Das war schöner ganz zusammen. So, ja. Marx raus, Brauers für die Abwehr in dem Moment und Rausch rein und der Husten. Rausch raus, der Husten rein. Ein Rauschhusten, ja? Ja, Husten. Weil auch im Spiel gegen die Bayern hat Jonas ein sehr schönes Spiel gebracht. Von daher, lassen wir die Jungen auch gegen Hannover 96 ein.
auflaufen. Ach komm, der hat noch einen Narren an mich gefressen, wa? Klar. Direkt hier mit Druck in die zweite Halbzeit starten und direkt... Ach nee. Und da... Oh, da habe ich gedacht, da passiert jetzt aber... Komm, da stinken, sehr schön. Komm, 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 jetzt zurück nach vorne, weg damit hier. Also so viel steht von dir da vorne. Ja, klasse Aktion des Keepers und wieder verhindert... Ohoho, das war jetzt, Denkst, ich hab das nicht kommen sehen. Ein Fuß weniger von dir und einer mehr von mir und das hätte, ja, das hätte dann doch kritisch enden können. Ja, Herrschaft Satan. You may. Stranzel. Ja, oh ja, der oben hat... Oh. Jetzt war was anderes. Er guckt sich um, ob jemand... Was war das denn für ein Pass, Hermann? Ein Superpass. Ja, wenn man Hannover spielt, ist es ein Superpass. Stranzel, da musst du mit mehr Druck arbeiten, dich mehr in den Kampf. Ach, komm bitte. Nein, nein, nein! Wieso macht er auch keinen Kopfball, ey? Frag ich mich. Puh, hauptsächlich zum Eckball und ich hab Abstoß. Ist okay, ist okay. Hat er sich nicht getraut, seinen Haupt da reinzuhalten? Oh, ach, Rango, sehr schön. Und wieder ein beschissener Pass. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder. Aber da haben wir sie ja, da drückt man den komplett anders, den Pass, ne? Ja. Kann man ein Lied von singen. Ja. Oh, einfach mal drauf von hinten. Einfach mal genial vorbeischießen. Ja, man muss sich auch mal trauen, ne? Also wenigstens zeigen, da sind wir noch. Sag mal, checkst du meine Laufwege ab oder was? Ich doch nicht. Das hast du auch früher nicht geschafft. Hätte ich nie machen sowas. Oh, weg damit, los! Ah, oh, gut. Als ob hier eine Entscheidung her müsste, ne? Ach, Ivo, Entscheidung, Approach, eine Entscheidung. Ja, da kommt was auf uns zu. Und? Aber ach, nicht Quatsch, so nicht, ne? Weiß Gott, so. Ja, was macht er? Jetzt geht der wieder ins Teammatch, ohne mich drauf vorzubereiten. Da gebe ich schon, ihr pumpt halt irgendwas kaputt gegangen ist. Was soll das denn? Auch nix. Doch nix. Ich habe ehrlich gesagt schon länger drauf gewartet. Jetzt kommen zwei. Da kühlt der Schlau drauf. Gut abgefangen hat er da den Ball. Und truff! Boah, schön drin, das Ding. Schön drin, reingezirkelt vom Younes. Aber komm, das Ding war wirklich schön oben in die rechte Ecke reingepflanzt. Also. So ein typischer Sonntagsschuss, der in sich vielleicht 2 von 500 Fällen reingeht. Ja, aber er war da. Dann ist es ja okay. Dann ist es ja okay. Weg damit, danke. Was war... Nein! 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 Ja. Leck mich! Eingewechselt mit Strömduo hat's berichtet. Ach nee, was war... Das war auch wieder so typische Gladbach-Manier, die ich gerade gespielt habe, ne? Beide neuen Stürmer eingewechselt, der eine bereitet es vor, der andere macht. Ja, alles richtig gemacht, oder? Da kriege ich den Ball nicht von der Linie weg, das kann man... Ja, da sind die zwei Tore, die haben wir alles lassen, wie es ist. Ja. Aber alles richtig gemacht mit der Einwechseln gerade eben. Ja. Anscheinend. Und das Ball erstmal irgendwo ins Gemüse hauen. Ja, erstmal Sicherheitsabstand aufbauen. Football for Hope. Mhm. Weißt du Bescheid? Ja. Bitte attackiert. Weiß man Bescheid, auf jeden Fall. Schätze da. Ach komm. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, steh. Na, leck mich zweimal auf die gleiche Scheißart. Das Silva Pinto. Hat einen Namen. Das kann nicht sein. Bestimmt Personal ist jetzt überlecken. Ja, pfeift da mal, Gladbacher. Ach komm, was ist denn das jetzt hier für ein Schmarrn? Ey, das kann doch nicht sein. Und dann nächste eingewechselte Stürmer macht das Ding. Nice. Was für ein Scheiß ist denn das bitte gerade? Dreimal zu doof, also zweimal zu doof mein Torwart, um da einen scheiß Kullerball festzuhalten.
Gerade eben noch gelogen, gerade kackt er mich an, ey. Ja, kennst du es doch. Ja, und jetzt rennen die weg. Ach, ihr verdammten Wichskinder. Du weißt, also, die Leistung vom Körper schwankt manchmal wieder Unterschied zwischen Tag und Nacht. Müsstest du doch kennen. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ach, kommt. Wohin? Warum? Ja, so nah ist Freude und Leid zusammen. Mhm. Das Schlimme ist beim FIFA, selbst beim Computerspiel ist das wie im echten Leben. Ja, definitiv. Das stimmt aber. Auch nicht. Gefühlsmäßig. Ach, ihr Wichsknubbel, ey. Ja, knapp. Knapp, aber es war so. Hey, noch ist ein bisschen Zeit. Habe ich mit Groß auch drüber geredet, was FIFA 14 wünschen würde, dass aber ab und zu mal die ein oder andere Fehlentscheidung kommt, weil bei FIFA 13 kannst du wirklich sagen, die Abseitsentscheidung, die fallen die wirklich zu 100%. Ja, gut, aber da haben wir drüber spekuliert, das wird nicht kommen, das wissen wir jetzt schon für FIFA 14. Genau, genauso wenig wie die Ignite Engine für PC-Spieler kommen wird. Ja, gut, das hatten wir auch letztes Mal. Ist halt so. Könnten wir jetzt drüber wild uns ärgern? Machen wir natürlich auch, aber nur innerlich, nicht äußerlich. Aber ist es nun mal so? Ne? Ja, wir, genau. ärgern uns nur innerlich. Wir kochen nur innerlich wie so ein Vulkan, der kurz vorm Ausbruch ist. Deswegen. Eine gute Position für einen, der die Welt ist in Ordnung. Äußerlich. Nein, es ist ja leider wirklich so. Sie kommen sich aus, wenn ja immer Vorzug, weil es so kleine Heulsusen sind, dass die nicht immer alles Preview bekommen. Boah, fick dich, ein Schuss, Junge, was ein Schuss. Das war eigentlich der Schuss von Jonas. Und deswegen sollen sie mal kriegen. Kriegen die Beta, während die PC dann im Endeffekt die bessere Version bekommen. Das packen die anderen nicht. Ja. Dann müsste dann ja rein theoretisch noch die Online-Liga dann bei FIFA 14 auch bei PC drin sein. Nee, da sagt ihr, ihr habt ESL, ihr habt das und das, da braucht ihr die Bundesliga nicht, die Online-Bundesliga, deswegen. Natürlich nicht. Das weiß EA ja auch, ob wir die brauchen oder nicht, ne? Richtig. Es gibt kein richtiges System bei der ESL für FIFA. Und das, was ist, das finde ich nicht gut. Also der Kurz und ich hatten uns das mal angeschaut. Ja, aber weißt doch, wir brauchen es nicht. Da fehlt einfach. Ich meine, wenn jeder Idiot Barca wählen kann und die Landschaften werden nicht angeglichen, also das ist nämlich in der Bundesliga, ach ja, leck mich, es geht gar nichts mehr. und das ist dann so, dass wirklich alle Mannschaften ja gleich runterberechnen von der Stärke her, auf 80er, 81er Spieler, Maximum 81. Da darf ja so Mannschaften wie Barcelona gar nicht dabei sein. Doch, aber halt auch runtergerechnet, also das macht dann wirklich die Laufstärke der Spieler aus. Runtergerechnet, Messi wird ausgenommen aus der Mannschaft. Und schon ist er runtergerechnet. Ja, wenn Messi raus ist, ist die Mannschaft auch nur so viel wert, das glaube ich auch. Na gut, jetzt müsstest du vielleicht noch Neymar mit rausnehmen. Nee, das wird nichts mehr. Tja, nee, das war nicht mein FIFA-Tag, Freunde. Das war nicht mein FIFA-Tag. Da habe ich eine rote und eine 5-1-Klatsche bekommen. Ja, die ganze Action dann wieder in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe, dass das natürlich nicht so passiert. Schauen wir mal. Passiert nun mal jetzt hier gerade so. Da stecken wir nicht drin. Aber deswegen ist das Schöne, das ist ein Computerspiel und die Realität kann dann schon wieder anders aussehen. Das ist natürlich eine krasse Klatsche auch für mich diesmal. Da fühlt man, dass der Fluss noch nicht ganz da ist und dass der Matze doch am Wochenende ein bisschen mehr gespielt hat als ich. Ganz geringfügig, nur so ungefähr 5-6 Spiele mehr. Und das merkt man ja doch wieder. Schlechte Ausrede, aber es ist die Wahrheit. Kann er bestätigen. Ja, ist so. Trotzdem, es war ein schönes Spiel. Viele schöne Tore. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.